Verdattert vergisst seine Emanzipierungsbemühungen und geht zurück ins Joch. Dieses System des Rackets wurde von Richard Erskine und Marilyn Salzman, auch dafür haben sie mal einen Eric Byrne Award Preis gekriegt, sehr ausgebaut als ein sich selbst perpetuierendes System, also wurde systemisch ziemlich gut ausgebaut. Die haben dann den Begriff Racket System dafür gewählt. Später hat Richard gesagt, er hätte sogar lieber Script System genannt, weil die Bezüge zur gesamten sich entfallenden Lebensdynamik da drin ja schon sehr gut angelegt sind. Aber dann hat er schon unter dem Begriff Racket System den Preis gekriegt, deswegen heißt es jetzt immer so. Also sich selbst verstärkende, skriptgebundene Dynamik oder Ich-Zustände und Funktionen in Aktion. So, wie diagnostiziere ich Rackets? Wie ich gerade schon sagte, je nachdem, in welcher Definition ich sie diagnostiziere. Einen Begriff habe ich vorher gar nicht aufgenommen, der würde jetzt vielleicht reinpassen, echte oder unechte Gefühle, weil das eigentlich, ich finde das keine besonders hilfreiche Kategorie. Aber was doch richtig ist, und das sollte man lernen, darauf zu hören, wenn jemand etwas erzählt und Emotionen äußert, die mich nicht anrühren, und wenn ich nicht abwehre, ein angemessenes Angerührtsein, dann ist es eine gute soziale Diagnose, dass die geäußerten Emotionen nicht adäquat sind, sage ich mal. Nicht unecht, unecht ist keine gute Kategorie. Sondern, dass wenn ein Mensch in seinem Menschsein existenziell sich ausdrückt, dann sagen mir meine Spiegelneuronen normalerweise, kenne ich, verstehe ich, reagiere ich unmittelbar empathisch oder gar sympathisch, also ähnlich fühlend. Wenn jemand todtraurig ist und man denkt, da darf man nicht lachen, aber es rührt mich eigentlich nicht, kann man sich, wenn man nicht okay Haltung ist, kann man sagen, okay, ich bin offenbar ein Stein, den nichts rührt. Aber man kann auch sagen, wenn es mich nicht rührt, muss man gucken, was da dran ist. Und man kann dann gucken, ob das nicht in irgendeiner Form als Racket zu betrachten ist. Und wenn man seiner selbst unsicher ist, wie immer, guckt man in der Gruppe rum. Und wenn alle anderen mitweinen, dann bin ich an der Stelle vielleicht verhärtet und wenn die anderen auch eher so ein bisschen wie bei der Beerdigung von jemandem, den sie gar nicht gekannt haben, gucken, dann ist das ein Anlass mal zu gucken, ob das System von Geschichte, Selbstverständnis, Denken und Fühlen wirklich einen beseelten, lebendigen Zusammenhang hat oder ob da nicht ein Problem drin ist. Ich erinnere mich, vor kurzem hat er mich wieder besucht, der Ansgar Novak, ein Ausbildungskandidat aus dieser Gruppe, die er nachher kurz sehen wird, von vor über 20 Jahren. Das war so ein Hühne, so ein Kerl, der immer so ein bisschen mit so einem Dackelgesicht durch die Gegend gelaufen ist und der war immer so traurig und immer so traurig und immer so traurig und wollte immer seine Trauer bearbeiten, hat schon eine Gestalttherapie gehabt und. Und ich habe dann irgendwann mal gesagt, ich fällt mir überhaupt nicht ein, diese Trauer geht mir sowas auf die Nerven, das muss um was ganz anderes gehen. Und wir haben die Sache dann näher untersucht und es stellte sich nach einer Zeit raus, da kommen wir nachher noch bei Parenting und Reparenting und Self-Generated Parent Begriffen drauf, er reproduziert ein Gefühl, das ihm eingeredet worden ist. Also sein Bruder ist verstorben, als er ein kleines Kind war und in der Familie war eine Traueratmosphäre. Und er hat sich einfach gelernt, an diese Atmosphäre anzupassen und war von daher chronisch traurig, so war man in dieser Familie. Und wann immer es vertraut war, wurde er traurig, kann man sich jetzt auch als Reflex vorstellen. Und dass er eigentlich, Bruder gestorben, hin oder her, viele andere lebenslustige Seiten hatte keinen Platz oder hat er kindlich geschlossen, hat keinen Platz in dieser Familie, muss man immer vorsichtig sein mit diesen Schilderungen. Und so hat er sich das einfach angewöhnt. Und dann hat er natürlich herausfinden wollen, warum er traurig ist. Aber es handelte sich, wie man psychotherapeutisch sagt, um ein Introjekt, also jetzt strukturell gesehen im Eltern-Ich angesiedelt. Es ist in der eigenen Kindheitsgeschichte gar nicht zu finden, also jetzt strukturell im Kindheits-Ich. Und mit einem Introjekt geht man so aus, dass man es raussetzt, nicht, dass man es bearbeitet. Ja, und das haben wir dann gemacht,
Zweistuhlarbeit, eure Trauer ist eure Trauer und mein Leben ist mein Leben und da dürfen andere Gefühle sein und trotzdem bin ich euer Kind und ihr unsere Eltern und so diese ganzen therapeutischen Figuren, die man da gemacht hat und fertig war es mit der Traurigkeit. Wenn man das nicht merkt und sucht dann also bis hin zu Past Life Sadness da alles durch, weil man denkt, wo Rauch ist, muss auch Feuer sein, dann kann das ein langer, sehr irreführender Trip werden. Ja, sonst die Diagnosearten haben wir schon auch, das muss man jetzt hier auch nur drauf anwenden. Man interviewt zur Geschichte, gab es sowas Ähnliches schon mal in deiner Geschichte oder gibt es das Ähnliches auf anderen Bühnen, woher ist es? Und wenn man es durch Erinnerung nicht gut finden kann, dann nimmt man Ausdrucksformen, die Elemente dessen sind und baut die psychodramatisch oder irgendwie aus, um rauszufinden, in welche Szenerien diese Kulissen, diese Zitate eigentlich gehören, um dann enttrüben zu können, also die Dinge ihren jeweiligen Zusammenhängen einigermaßen richtig zuordnen zu können. Und was mir auch ganz wichtig ist, deswegen habe ich das am Schluss nochmal hingeschrieben, durch Kooperieren mit der Eigendiagnostik des Gegenübers. Meine Erfahrung ist nämlich, wenn ich, und der Gunter Schmidt macht das ja im Extrem, der sagt, meine Patienten sind meine Kunden und Experten für sich selbst. Und wenn ich was nicht verstehe, frage ich sie. Es ist schon richtig, dass sie nicht immer und mir Auskunft geben können, aber es ist erstaunlich, wenn ich sie sorgfältig und ernsthaft befrage, was die alles über sich wissen und ich mir ersparen kann, alles ausprobieren zu müssen. Und wir alle kennen das Ärgernis, dass wir von Arzt zu Arzt laufen und kein Arzt interessiert ernsthaft, was wir selbst alles wissen und beobachtet haben und bisher schon erfahren haben. Und jeder fängt wieder mit seiner Art der Diagnostik und Beschreibung an. Das geht dann am Ende wie bei diesem Witz, wo der Doktor zu seinem Patienten sagt, und eins ist noch ganz wichtig, eine Stunde spazieren gehen am Tag. Sagt er, ist recht, Herr Doktor, wann soll ich das machen, vor oder nach der Arbeit? Ja, was sind Sie denn von Beruf? Briefträger. Damit kommen wir zu den Antreibern. Es gibt dazu ein ausführliches Audio auf unserer Website aus einem Video, von dem ihr gleich einen kleinen Ausschnitt seht, von vor 20 Jahren. Ich finde das Antreiberkonzept eines der genialen Konzepte der Transaktionsanalyse. Tebi Kehler hat es erfunden, gefunden, beschrieben, auch dafür ein Eric Byrne Memorial Award bekommen. Und das sind fünf Dynamiken, Persönlichkeitsdynamiken. Und das geht so ein bisschen auch in die Richtung, was ich dann allgemeiner noch als Lebensstilanalyse ausgebaut habe. Also die Arten und Weisen, sein Lebensstimmung, das Selbstgefühl und Wirklichkeiten chronisch zu konstruieren. Und ich habe das überschrieben, fünf verheißungsvolle Wege, vom Regen in die Traufe. Und damit markiere ich eben, dass Antreiberdynamik fast immer mit einer Furcht von Nicht-Okay-Gefühl und Bestätigung, dass irgendetwas an mir nicht in Ordnung ist, starten. Und dann versuche ich, dem zu entgehen auf eine Art und Weise, die das erst richtig schlimm macht. Also fünf Dynamiken. Verheißungsvolle Wege vom Regen in die Traufe. Die Verheißung ist die Illusion, auf diese Weise aus dem schon vorhandenen oder erwarteten Nicht-Okay-Gefühl rauszukommen. Das mache ich jetzt nicht, weil es auch zu viel Zeit kosten würde und ich bin auch so nicht mehr drin. Aber es gab damals eine sehr laienhafte Videoaufnahme. Ich kann sogar sein, dass mein Sohn hinter der Kamera stand. Ich weiß es jetzt nicht mehr. Also es wird ziemlich rumgenudelt mit der Kamera und der Ton ist auch nicht sehr gut, aber ihr werdet es vielleicht trotzdem verstehen können. Aber ich bin jung und schlank. Also für mich war es schon
auch irgendwie eine Wiederbegegnung. Ich habe diese Dynamiken immer vorgespielt. Und das Vorspielen einer Dynamik, der solche Starkdynamik, zeige ich euch dann jetzt mal. Und wir haben dann anhand der Wirklichkeit, die da zu beobachten war, soziale Diagnose, wie geht es mir, was für eine Wirklichkeit entsteht, gemeinsam im Dialog erarbeitet das Verständnis der Antreiber. Im Unterschied zu dem, dass ich hier jetzt dauernd referiere, seht ihr dann auch mal, dass ich also als Lehrender sehr wohl auch dialogisch gearbeitet habe. Da seht ihr auch, wenn ihr hinguckt, wir werden eine ganze Reihe von Lehrtrainern wiedererkennen, der Wolfram Jokisch links zum Beispiel und die Angelika Lehn ist im Raum, der Günter Mohr sitzt da irgendwo rechts am Boden und der Reinhard Köster, der, ups, ja, Moment. Der Reinhard Köster, der über Antreiber geschrieben hat und auch mal die Kontodynamiken, die ich entwickelt habe, da reingeschrieben hat, der mittlerweile aber leider verstorben ist. Das ist der rechts mit dem Bart, den ihr gleich sehen werdet, aus Köln. So, jetzt muss ich auf 7.10, dort ist der sei stark Antreiber. Dass er überhaupt bereit ist reinzukommen. Das ist ein Antreiber, denn Antreiber sei stark. Gut, dass ihr alles aufmerksam seid, denn ich habe durchaus schon auch Gruppen gehabt, wo die Leute meinten, sie könnten das so nebenher machen. Und dabei hat sich dann herausgestellt, dass, wenn es hart auf hart ging, keine Ahnung hatten, was mit den Antreiberkonzepten los ist. Und natürlich gibt es immer wieder kritische Stimmen, wie überhaupt die TA von manchen Leuten kritisch beäugt wird, aber da machen wir klare Sachen, klare Theorien, fünf handliche Theorien und wir sind jetzt bei einer Theorie, die Theorie des sei stark Antreibers. Ich denke, das ist jedem klar. Sicher gibt es immer irgendwelche Unken, die meinen, nur weil ein Konzept vielleicht nicht alles philosophische abdenkt, wäre an dem Konzept was falsch, aber das ist ja ganz klar, dass solche Leute eher unter uns pragmatisch arbeitenden, effizienten Transaktionsanalytikern natürlich nicht sehr viel Resonanz finden werden. Ich könnte mir vorstellen, dass euch die eine oder andere Frage kommt, während wir dieses Konzept angehen. Ist in Ordnung, wenn ihr fragt, überlegt euch gut, ob das eine hieb- und stichfeste Frage ist, also bringt sie ruhig rein. Und das Konzept ist so, dass es also durchaus mal angegriffen werden kann und jederzeit standhält. Das ist ganz klar. Und ihr habt ja den Vorteil, dass wenn ihr dieses Konzept jetzt lernt, dass ihr dann auch also irgendwelchen unqualifizierten Angriffen gegenüber ohne weiteres standhalten könnt. Na, das wollte ich nur von vornherein sagen, dass es klar ist, was die Ausgangsbedingungen sind, unter denen heraus wir ein so nützliches und fruchtbares und freudvolles Konzept angehen. Was ist eure Reaktion? Was ist in euch entstanden? Druck. Druck? Ja, Druck und ich spreche den Mund. Denkt du Arsch auf mich. Ja. Also deine soziale Diagnose ist, du würdest wahrscheinlich mich angreifen. Hast du eine Idee, was, bevor du mich angreifen würdest, in dir aktiv wird? Ein Gefühl? Ja, dass ich mich schwach fühle und das nicht wahren will, dir gegenüber. Aha. Also du fühlst dich schwach gemacht oder als schwach, als negativ schwach im Kontrast zu mir gesehen? Ja. Das wäre also ein beziehungsanalytischer Aspekt. Du hättest das Gefühl, unser Verhältnis könnte so sein, dass ich stark bin und du schwach und das heißt, ich bin gut und du schlecht. Ja. Und du würdest dann eher, wie wir sagen, in die Wettbewerbssymbiose gehen und konkurrieren. Indem du mich angreifst, damit, was ist deine Hoffnung, dass wenn du mich angreifst, dass ich umdrehe, die Logik aber die gleiche bleibt, dass ich nämlich schwach werde und du stark. Atemmäßig, erinnert ihr euch noch, was die erste Reaktion war nach dem Ausgang? Ausgang?
Also ihr könnt körperlich spüren, dass das Anspannung in euch ansammelt. Und zwar, dass ihr euch beginnt zusammenzuziehen. Das heißt, wenn das loslässt, das spontane lässt geatmet werden, wird dann wieder aktiv. Was wäre eure körperliche Reaktion, wenn ihr euch nicht entspannen würdet, aber versuchen aufzubegehren gegen dieses Vidunandas Druck? Was wäre das in euch? Wie würdet ihr euch Luft verschaffen? Ja, dann muss man sich strecken. Also eine Gegenbewegung. Ja. Ja, das fällt mir übrigens auch gerade ein, dass ja die Sprache uns sagt, wir machen unserem Ärger Luft. Also das ist so, dann ist das auch eine Methode, um wieder Luft zu kriegen. Dann zu lachen, habe ich bei mir gemerkt. Ja. So bei diesen Doppelbildungsbotschaften. Ja. Also ihr dürft ruhig fragen, aber überlegt euch noch Fragen, gut so diese. Ja. So ein abwehrendes Lachen. Was wehrst du ab in diesem Lachen? Den Druck. Den Druck. Den Druck. Ja, überlegt ihr die Frage. Ich glaube, das reicht mal als Kostprobe. Das ist der Reinhard. Und links unten sitzt der Günther Mohr. Ist ja gut. Bitte? Kann man das auch auf der Website runterladen? Als Tondokument ja. Aber nicht als komplett. Als Video nicht, aber das könnte ich, wir fangen jetzt an, Videosachen hochzuladen, aber das können wir zur Verfügung stellen, da haben wir ja kein Problem mit den Rechten. Es ist halt von der Qualität sehr mäßig, besonders von der Tonqualität. Aber anzusehen. ich hatte nie das Gefühl, also ich hatte, mein Selbstgefühl war nie, dass ich ein besonders gut aussehender junger Mann bin, aber wenn ich mich da jetzt so sehe, würde ich sagen, da habe ich mich in meinem Selbstgefühl geirrt. Ihr habt, kriegt damit auch ein bisschen so einen kleinen Einblick in die Lehr-Lern-Dialogkultur, die ja überall im Theaterbereich üblich ist und die wir damals auch hatten. Und auch wie wir diese Antreiberdynamik also sehr komplex ausgeleuchtet haben unter persönlichkeitsanalytischen Gesichtspunkten, beziehungsanalytischen Gesichtspunkten und wirklichkeitsanalytischen Gesichtspunkten bis hin in die körperlichen Befindlichkeiten, Reaktionen hinein. Und das war auch meine Art, die Antreiber zu lehren, weil die schaffen Klimata, die schaffen Kulturen. Und in den meisten Lehrbüchern sind die Antreiber einmal bezogen auf die persönliche Getriebenheit, Skript hauptsächlich reduziert, was ein wichtiger Aspekt ist, aber nicht die ganze Reichhaltigkeit dessen und oft ein bisschen technisch veroberflächlicht. Wenn da einer sagt, ja, da habe ich mich aber ziemlich angestrengt, dann meint der Anfänger, aha, streng dich an, Antreiber. Aber das ist sehr ungeeignet, wenn er nicht das auf allen Ebenen die typischen Merkmale einer streng dich an Atmosphäre kennengelernt hat und sich nur an einigen oberflächlichen Worten dann festmacht, das führt manchmal auch einfach zu irrelevanten Diagnosen oder zu Fehldiagnosen. Ich kann diese Antreiber jetzt nicht ausführlich lehren. Ihr habt sie in dem Fall, glaube ich, im Coachingbuch, wer das nicht hat. Sonst, ihr könnt ja, wenn ihr auf unserer Website gibt, alle Kapitel in den Büchern gibt es als Aufsätze auf der Website kostenlos zum Download. Und wenn ihr zu einem bestimmten Thema was sucht, unsere Suchfunktion ist sehr gut, ruft die Website auf, gebt Antreiber ein und die Suchfunktion zeigt euch alle Schriften und alle Audiodokumente zu diesem Thema und dann könnt ihr euch orientieren. Was ihr also schon gemerkt habt,
ich weiß nicht, ob das andere parallel oder auch entwickelt haben, aber diese komplexe Klimabeschreibung, das ist eine Art, wie ich mich auf Antreiber bezogen habe. Das andere ist die Konterdynamik. Irgendwann habe ich mal gedacht, wäre doch komisch, wenn es nur 5 Antreiber gäbe. Und dann habe ich so ein paar Dimensionen gefunden, wo ich gedacht habe, das könnte ein Antreiber sein. Und wollte, also es hätte mir natürlich gefallen, noch einen 6. und 7. Antreiber dazu zu erfinden. Habe aber keinen gefunden, aber nach einer Weile ist mir klar geworden, das, was ich beschreiben wollte, waren Konterdynamiken zu den Antreibern. Also, und wenn ich einen Typ treffe, der sagt, ist mir doch alles egal, käme man nicht leicht auf die Idee, darin einen Perfektantreiber zu sehen. Und deswegen ist das diagnostisch wichtig. Das kann sozusagen die Gegenposition sein, weil wenn der was macht, hat er so viele Ansprüche an sich, an die Welt, dass ihn das fertig machen würde. Und davor kann er sich nur retten mit so einer Null-Bock-Einstellung. Wichtig daran ist, dass wenn man jemanden in einer Alles-Egal-Haltung antrifft, dass man nicht sagt, ja, nun gut, ein bisschen was Ansprüche ans Leben müsste man haben, weil man ihn dann voll bestätigt in seiner Konterdynamik, wenn man den Antreiber triggert. Das ist nicht antithetisch. Und das ist aber sehr naheliegend. Deswegen hilft einem, diese Zusammenhänge zu verstehen, sehr wirkliche Antithesen zu produzieren und nicht einfach nur in Komplementärantreiber oder Konterdynamiken zu investieren. So, sei stark. Die Konterdynamik, mit mir könnt ihr es ja machen. Ich habe ja gar nichts, wo ich, also ein bisschen Pudding an der Wand mäßig, weil... Und dann wundert man sich, dass so jemand mal ausrastet und gewalttätig wird. Weil der hat die ganze Zeit eigentlich diese Sei-Stark-Dynamik, ich bin nicht willkommen, ich muss stark sein, wenn ich will, dass man auf mich Rücksicht nimmt, in sich aufgestaut, damit es aber, weil er nicht wusste, wie da rauskommen, damit es nicht zu Problemen ist, hat er sich dann eher in diese mit ihr, könnt ihr es ja machen. Das ist also einfach ein sprachlicher Versuch, das zu beschreiben. Mir geht es jetzt nicht darum, dass das genau die richtige Fokussierung ist. Das kann auch mal woanders sein. Mir geht es nur darum, dass man an diesem Beispiel versteht, was eine Konterdynamik ist. Und wenn ich dann einem, der mir begegnet, mit mir könnt ihr es ja machen, sagt, na, ein bisschen, also Durchsetzungsfähigkeit wäre doch eigentlich angesagt und so, ohne zu prüfen, ist dahinter nicht dann sei stark und was, wenn er sich durchsetzt, was versteht der denn darunter? Ne? Nächstes Mal kommt und sagt, ich habe mich durchgesetzt, einem die Nase blutig geschlagen und 2 rausgeschmissen, dann ist man mitschuldig. Ich sage das immer in der Metapher, bei den Erlaubnissen ist das auch so, bitte startet niemand zum 100-Meter-Lauf, wenn er nicht vorher geprüft hat, ob er nicht ein 10 Meter langes Seil an seinem rechten Knöchel angebunden hat. Ja, also Erlaubnisse sind schön, aber gucken vorher, ob die Bahn frei ist. Also das, was im NLP der Future Check ist, der Ecological Check. Und nicht einfach nur denken, ich gehe jetzt mit der gnadenreichen Erlaubnisgießkanne durch die Welt oder mit der Ermutigungsgießkanne, um ohne vorher ein bisschen zu checken, wie sieht in deren Bezugsrahmen das dann aus. Zu sei gefällig, besser garstig als niemand, habe ich das mal genannt. Also gibt, und das kennt ihr ja, Menschen, die übermäßig nett und freundlich sind, die kippen manchmal in die Konterdynamik. Die können ja sowas von garstig sein. Ja. Streng dich an, Konterdynamik, alles easy. Und beeil dich, Konterdynamik, jetzt erstmal langsam. Und das ist auch so ein interessantes Beispiel. Man findet Leute, die sehr, sehr träge und langsam sind, wenn man die physiologisch untersucht, oft mit sehr hohem... fällt mir der Name nicht ein, nicht Adrenalinspiegel, Cortisolspiegel. Also die sind eigentlich von ihrer gesamten Dynamik voll auf, ich muss los, weil ich sonst das Leben versäume. Und weil die aber dauernd am Rennen sind, sich damit ausbrennen und auch gar nicht recht wissen, welcher Spur sie wirklich folgen sollen, versuchen die sich zu dämpfen, aber genauso pauschal jetzt erstmal langsam. Und wenn ich so jemand sage, ah, du Lama, nun mach mal ein bisschen, dann gerate ich genauso in diese Problematik, weil diese Lahmarschigkeit, die Konterdynamik zum Beeil dich ist. Und das ist dann wichtig, sagt, nimm dir die Zeit, die du brauchst und du darfst es ruhig jetzt auch ein bisschen
flüssiger angehen lassen. Und ganz wichtig ist, was auch oft falsch gemacht wird bei den Erlaubnissen, die ja oft bei den Antreibern gegeben werden, nicht einfach nur gegen Antidope spritzen wollen. Also zum beeiligten Menschen bloß nicht sagen, lass dir Zeit. Ja? Sondern, weil das entweder nützt nichts, ein beeiligter Mensch, der ist ja getrieben davon, dass das Leben ihm wegläuft. Wenn ich dem sage, nur erstmal langsam, denkt er noch so ein Spinner, dem es offenbar nicht wichtig ist. Mal sehen, dass ich möglichst schnell loskomme, denn von dem kriege ich keine Hilfe. Wenn ich sage, mir ist wichtig, dass du wirklich das erreichst, dem du nachjagst, und wir finden es in einem anderen Rhythmus, dann entspannt er sich. Sag, aha, der hat verstanden, was ich möchte. Na, der sagt nicht erstmal langsam. Also wenn ihr einen Hektiker richtig heiß laufen lassen wollt, geht ihr in die Kontrodynamik. Das bringt den richtig in Unruhe. Der Chef, der Angst hat, die Ziele nicht zu erreichen, wenn er dem sagt, nun geht er erstmal auf die Leute ein, lass dir doch erstmal Zeit und so. Ja, also von daher ist schon ganz gut, diesen Zusammenhang zu kennen. Also eine differenzierte Beispiel für Erlaubnis ist zum Beispiel, jemand zu sagen, es ist in Ordnung, schnell zu sein und zu lernen, sich dabei nicht zu verlieren. Und es ist in Ordnung, mal schnell und mal langsam zu sein und für dich rauszufinden, was der jeweils richtige Rhythmus ist. Und es ist in Ordnung, schneller zu sein als andere, aber dafür zu sorgen, wie ihr euch dann abstimmen könnt in euren Rhythmen und Bedürfnissen. Und solche Dinge. Also das sind alles sehr viel differenziertere Hilfestellungen, aus diesen Antreiberdynamiken rauszukommen. Das habt ihr gerade schon ein bisschen im Film ansatzweise gesehen. Ich will damit eben nur betonen, anders als die übliche persönlichkeitsanalytische Kontextualisierung von Antreibern habe ich immer sehr damit gearbeitet, die beziehungsanalytische Kontextualisierung und die wirklichkeitsanalytische Kontextualisierung genauso sorgfältig zu machen, um eben auch den Anschluss an das, was später in der ganzen Kulturdiskussion am Institut kommt, um den auch herzustellen. Dann ein Konzept, das ich auch mag, das theoretisch wahrscheinlich nichts standhält, wenn man es genauer anguckt und trotzdem mir immer wieder pragmatisch Freude bereitet hat. Du hast es heute Morgen gesagt, es fehlt dir. Es würde mir auch fehlen. Das ist ein Konzept, da habe ich gar nichts selbst dran gebastelt, vielleicht ein bisschen differenzierte Überlegung zum einen oder anderen angestellt. Und trotzdem will ich es aber nennen, wenn es euch interessiert. Es gibt ein Paper von mir darüber auf der Website oder es wird demnächst draufgestellt und der Link wird dann nachher in den Charts drin sein. Darüber habe ich nie geschrieben, weil da von mir nichts Eigenes drin war. Es wurde nur mal ein Transkript gemacht von einem Referat in der Weiterbildung. Beschreibt jetzt auch einfach typische Architekturen von Lebensvollzügen und auch von Dynamiken im Kleinen. Auch das kann ich jetzt nicht ausführlich machen. Das ist das Niemals-Skript-Muster. Mythologisch ist es illustriert mit der Figur des Tantalus, der an den Felsen geschmiedet im das Wasser bis zur Oberkante Unterlippe geht und über ihm hängen Trauben, glaube ich. Und wenn er sich nach unten beugt, um zu trinken, weicht das Wasser immer genauso weit weg, wie er sich beugt. Und wenn er sich nach oben beugt, um zu essen, weichen die Trauben genauso zurück. Das soll ein bisschen illustrieren, das Lebensgefühl des Niemals-Skriptmuster wird in der Regel in der Lehre verbunden mit Minus-Minus, also mit der hoffnungslosen Position. Das ist manchmal ganz nützlich, wenn man jemanden beobachtet, dass man den Eindruck hat, der rechnet überhaupt nicht damit, dass irgendetwas vorankommen oder gut ausgehen könnte. Und das ist demjenigen selbstverständliche Lebensart. Da muss man natürlich jetzt, wenn man mit so jemandem zusammenarbeitet, überlegen, welche Konsequenzen man daraus zieht. Und wenn man so jemanden berät oder therapiert, muss man natürlich auch irgendwie sehen, das Muster wird, wenn ich nichts Besonderes mache, natürlich auch in der Beratung und der Therapie sich ausdrücken. Ich kann jetzt nicht darauf eingehen, was man dann alles tun kann, aber schwierig ist das sowieso. Dann haben wir das andere Skriptmuster, das ist das beinahe Skriptmuster, das ist der Bebilder durch den Sisyphus.
das sind die Anfangsweltmeister, die am Anfang sagen, packen wir es an. Und je mehr, der Sisyphus muss ja den Stein, der ist ja verdammt dazu, den Stein immer auf den Berg zu rollen. Und kurz bevor er oben ist, lässt er ihn los und er rollt wieder zurück und er muss wieder von vorne anfangen. Deswegen heißt dieses Skriptus, muss da auch manchmal beinahe heißt, oder ich versuche es immer wieder, over and over. Oder, also auf jeden Fall, das betont dann weniger das nicht ganz erreichen, weil auffälliger ist uns oft dieser dynamische Anfang. Und es ist ganz wichtig, dass wir lernen, wenn Menschen dynamisch anfangen, es hat mit Antreiber da wieder zu tun, sehr häufig steigen sich an Antreiber, die auf diese Weise mit einer Kontodynamik überspielt werden. Aber je weiter die Sache geht, wird das nicht fertig gemacht, nicht weit genug getrieben, Zwischenergebnisse nicht gesichert, sodass man nächstes Mal wieder von vorne anfängt. Also es gibt auch genügend Teamsitzungen, die einer Sisyphus-Dynamik folgen. Und daraus kann man ein paar nützliche Interventionen ableiten, wie zum Beispiel nicht die ganze Sitzungsenergie für den Anfang zu verwenden, sondern frühzeitig zu gucken, wie geht es dann weiter und wohin können wir heute kommen und wie viel können wir jetzt losmachen, dass es ein vernünftiges Verhältnis hat zu dem, dass wir auch irgendwo ankommen. Und wenn wir ankommen, wie können wir das sichern, dass der Stein oben bleibt? Und wenn wir ihn nicht ganz hoch kriegen, wie können wir den Zwischenstand sichern, dass er nicht wieder runterrollt und wir nächstes Mal unten wieder anfangen? Also das sind so Startweltmeister, die. Und das kann man in ganz vielen Verästelungen sehen, das kann man in dem, der ist beinahe satt geworden, ist beinahe zum Orgasmus gekommen, hat beinahe seinen Satz zu Ende gemacht. Und da kann man auch im Kleinen darauf bestehen, dass dieses Muster anders gelebt wird. Ich habe eine Frau, die ich schon lange berate, eine TA-Kollegin, die chronisch ihre Sätze nach zwei Drittel abgebrochen hat und von der anderen Seite einen Satz angefangen hat, den sie auch wieder nach zwei Drittel abgebrochen hat. Und ich habe die wirklich rangenommen, dass sie bei mir jeden Satz fertig macht. Und im Lauf, das zusammen mit vielen anderen Maßnahmen, hat sie im Laufe der Jahre jetzt gelernt, aus dieser beinahe Dynamik auszusteigen. Und da gibt es dann auch so eine operationale Oberfläche, mit der man ganz gut arbeiten kann. Die anderen Skriptmuster, erst wenn, das ist so das Verschieben, durchhalten, bis das Leben stattfindet, aber es ist eine Endlosschleife, es endet. Irgendwie verschiebt man immer das Lebendigsein auf irgendwann und in der Kiste hat man dann ja Zeit, lebendig zu sein. Das Danach-Skriptmuster finde ich auch noch sehr spannend. Ich habe selbst damit zu tun gehabt und kenne auch sehr erfolgreiche Freunde, die eigentlich getrieben werden von einem Danach-Skript. Muster, das ist der Damokles, hat von den Göttern verlangt, ich bin so edel, dass ich bei euch auf dem Olymp sein darf. Die fanden das anmaßend, denn er war ein Sterblicher, aber er war so tugendhaft, dass sie es ihm auch nicht verwehren wollten. Und die Götter waren ja Sauhunde. Ne? Die haben sich dann was ausgedacht, was nicht selten vorkommt bei diesen Typen. Die haben ihm gesagt, er darf jetzt in Olymp. Aber es wird über seinem Bett, über seinem Kopf ein Schwert an einem Rosshaar aufgehängt und die Spitze zeigt auf seine Stirn. Und das ist dann das Lebensgefühl des Danach-Skriptmuster-Menschen. Also da gibt es dann so Sprüche, also nach Sonne kommt Regen, Vögel, die morgens singen, frisst abends die Katze, dir geht's wohl zu gut. Nur mach dich mal nicht zu groß, du wirst schon deinen Dämpfer kriegen. Also aus meiner Sicht hat das alles sehr viel mit Ambitionen zu tun und unangemessene Art, Ambitionen zu deckeln. Und deswegen ist für mich eine wichtige Erlaubnis im Danach-Skriptmuster, es darf dir unendlich gut gehen und du wirst an Grenzen stoßen und darfst an Grenzen stoßen. Weil diese Menschen manchmal aus Angst auf ungute Weise an Grenzen zu stoßen, sich selbst deckeln. Und wenn es sehr neurotisch zugeht, fühlen die sich am wohlsten, wenn sie sich mal so richtig wieder zwischenrein in die Scheiße geritten haben. So Steh-auf-Männchen-Effekt. Jetzt bin ich ganz unten, jetzt ist es ungefährlich. Jetzt geht es erstmal nach oben. Aber je mehr es nach oben geht, desto unruhiger werden. Wer weiß, was dann passiert am Ende, besser, ich hau mich zwischenrein mal wieder rein, dann ist sozusagen wie Lawine abgesprengt, dann
erwischt sie mich nicht überraschend. Ich sehe es auch manchmal mythologisch etwas ganz anders, weil es kann man auch so vorstellen, dass das dass dahinter steht, dass fehlende Demut insofern, als dass man glaubt, sich selbst begrenzen zu müssen, was nur die Rückseite von einem Größenwahn ist. Und ich arbeite dann eher damit zu sagen, diese Größenvorstellungen dürfen sein und es ist wichtig, ihnen einen richtigen Platz und ein menschliches Maß zu geben. Und es darf auch sein, dass man an Grenzen stößt. Und wir haben ein gesellschaftliches Problem, dass ja in unseren Kreisen ist es normalerweise Understatement, ist die edlere Form der Fehleinschätzung als das Overstatement. Ja? Mehr Menschen fürchten sich, dass sie den Mund zu voll nehmen, aber es gilt als schick, wenn man eigentlich gar nicht erwartet hat, dass man den Ruf kriegt und sehr freudig überrascht ist, dass man ihn kriegt. Man darf jetzt nicht sagen, die ganze Zeit war ich sowas von heiß, Professor zu werden und dass es jetzt endlich geklappt hat, ist saugut. Oder dass sie mich nicht genommen hat, das haut mir jetzt wieder voll in meine Ambitionen. Was denkt ihr dazu, meine Freunde? Ja? Kennt ihr solche Gespräche? Kaum. Das müsste schon sehr intim zugehen, dass das jemand sich eingesteht. Das heißt also, ich bin dann eher auf der anderen Seite, ich denke, es ist wichtig, allen Größenvorstellungen der Seele durchaus nachzugehen, weil die christliche Mythologie lebt davon ja auch, und der Buddhismus ja auch. Der meditiert, will ein Buddha werden und der echte Christ will ein Christus werden. Sloterdijk beschreibt es auch, der sagt, wir sollten so handeln, als könnten wir die Welt retten. Das ist anmaßend, natürlich auch, aber was ist daran falsch? Wer meditiert, will auch ein Buddha werden. Nicht, dass wir das erreichen könnten, aber wir sind da. Es ist nicht falsch, uns solche Maßstäbe zu setzen und zu lernen, damit gut umzugehen. Und das Immermuster, dass die Arachne, die in eine Spinne verwandelt wurde, auch weil sie tugendhaft Ansprüche gestellt hat, nach dem Motto, wenn du nicht mehr den Bauernhof nehmen willst und wenn du was Besseres sein willst, wir können dich nicht daran hindern, aber du wirst nie wieder die Heimat finden, die du verlässt. Das ist so ein Arachne-Fluch. Und dann macht einer Ausbildung für Ausbildung und will sich beheimaten und sucht es immer noch wo und ist eigentlich ein Nomade geblieben und folgt eigentlich diesem Fluch. Und da ist es wichtig, dass man ihm nicht noch eine Weiterbildung verkauft, sondern ihm erlaubt, diesen Fluch aufzulösen, um dort, wo er schon angekommen ist, sich auch zu beheimaten. Das habe ich vorher schon euch erzählt, diese kulturellen Skripts, das Zusammenspiel von persönlichen Skripts und Organisationsskripts, aber umgekehrt auch die Einfärbung persönlicher Skripts durch kulturelles und die Verselbstständigung von Skriptdynamiken über individuelle Transport hinweg und dass wir da noch ein größeres Feld haben, das wir noch nicht beackert haben. Das führt jetzt, was mir da an der Stelle eingefallen ist, doch ziemlich hinaus über die Transaktionsanalyse, deswegen will ich darauf jetzt nicht groß eingehen. Für uns ist Kulturbildung, Kulturerhaltung, Kulturpflege was ganz Wichtiges und weniger verwenden wir an transaktionsanalytische Einsichten, um direkt mit Leuten zu arbeiten. Aber viele Gedanken in dem Zusammenhang, die ich in diesen Tagen ja ausführlich dargestellt habe, um ein Verständnis von guter Kulturbildung zu entwickeln. Und gute Kulturbildung ist die besser als jede gute Therapie. Und dann ist die Frage, wann hat eine Kultur ein gewisses Eigenleben? Darüber habe ich ein bisschen resoniert. Generell zu der Frage, wann spricht man von Leben? Das heißt, wird eine stabile Unterscheidbarkeit zur Umwelt erzeugt. Es entwickelt sich ein Innenaustausch, die Organisation der Lebensfunktionen. Es entwickelt sich ein Außenaustausch, Geben und Nehmen mit der Umwelt, womit die Fragen der Versorgung des Systems und der Entsorgung gelöst werden und es kriegt eine Eigendynamik, also es kann sich selbst
transzendieren. Es bleibt nicht starr, sondern es hat eine eigene Entwicklungsfähigkeit. Und dann sagt man bei der Life Science Forschung, das ist dann ein lebendiger Organismus. Und das kann man jetzt parallel ganz gut auf Kulturüberlegungen übertragen, ist aber vielleicht mehr eine geistige Spielerei. Dennoch ist mir der Zusammenhang wichtig, weil Persönlichkeit verstehen, wenn man die Kontexte genügend weit einbezieht, heißt immer auch Kultur verstehen. Weil Persönlichkeit ist Persönlichkeit im Kontext und das Rollenmodell signalisiert es ja, das ist Leben auf den Bühnen dieser Welt, in diesen Gesellschaften. Und von daher ist es ganz wichtig, dass man weder aus eigener Naivität noch aus Schulenindoktrinierung heraus glaubt zu wissen, was die Wirklichkeit eines anderen Menschen ist. Und Milton Erickson, bei dem ich ja auch einen wichtigen Teil meiner Sozialisation hatte, der hat so ein bisschen entsprechend diesem Slogan Glaube nie zu verstehen, wie das Leben eines Menschen ist, wenn du nicht wenigstens 500 Tage in seinen Mokassins gegangen bist oder so ähnlich. Und er hat auch immer gesagt, glaub nie, dass du ohne dich genau kundig zu machen, verstehst, was in der Welt eines anderen Menschen los ist. Und dann kommen wir dann auch an ein erkenntnistheoretisches Problem, weil eine Kultur verstehen geht nicht ohne Teilhabe an dieser Kultur. Eine Kultur hat so viele Schichten, dass man sie nur heuristisch verstehen kann. Das heißt, man braucht ein verstehendes Wesen, das Anteil nimmt, um Kultur zu verstehen. Das andere sind mehr Beschreibungen und Landkarten und partielles Verstehen. Also es ist gar nicht möglich, Kulturen letztlich objektiv zu beschreiben, sondern letztlich, das ist ja quantentheoretisch richtig, das ist erkenntnistheoretisch richtig. Und eine Kultur versteht man umso besser, wenn man ihre Ausdifferenzierung immer feiner nachzuzeichnen lernt. Und das geht nicht, ohne an dieser Kultur teilzuhaben. Das ist ein bisschen so wie in der Musik, wenn man keine, man kann angemutet sein von Musik, aber wenn man nicht eine qualifizierte Ausbildung hat, Musik zu verstehen, bleiben einem viele Erlebnisse, die durch Musik möglich sind, und die verschlossen, weil man die Sprache einfach nicht versteht. Darauf habe ich jetzt schon Bezug genommen, als ich das mit dem Flyer erwähnt habe. Ja, es ist wichtig, sich immer klar zu machen, wenn ein Klient mir sich schildert, kriege ich seine Selbsterzählung, die ist möglicherweise nicht auf dem Stand seiner Selbstentwicklung. Und da muss ich auch, wenn ich eine reine Talk-Therapie habe, muss ich aufpassen, dass ich nicht auf die, so wie der Klient selbst, auf dessen Propaganda reinfalle, sondern dass ich Möglichkeiten schaffe, mir Einblick zu machen, ob ich das Ganze nicht alles ganz anders beschreiben würde, weil ich sonst